Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu unserem Strategic Command World War One Let's Play gegen den Ranger von der Ranger Area. Tja, und ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich, was denn mein kompetenter Gegner, der Ranger, vorhat. Denn irgendwas liegt in der Luft. Ich weiß bloß nicht genau was. Invasion in der Türkei? Invasion Österreich-Ungarn über Italien? Ich weiß es nicht. Oder doch ein groß angelegter Angriff im Westen. So, hier zieht er sich zurück an der südlichen Front. War auch sehr gut gemacht von ihm. Dadurch gibt er mir keinen Angriffspunkt hier in dem Frontvorsprung. Doch was passiert weiterhin? Da stellt er sich irgendwie neu auf, da unten bei Ragusa. Ich kann es kaum erwarten. Puh. Plant eine Invasion irgendwo an der Nordseeküste. So, die Artillerie haut auf alle Fälle mal rein. Wieso sind hier eigentlich meine Schützengräben in der falschen Richtung ausgerichtet? Spinnig. Muss ein Fehler meiner Seite gewesen sein, natürlich. Da denke ich mal, wird ein Korps dran glauben müssen. Na, der Rückzug war zumindest gut, geht das Korps nicht ganz verloren. Die schwere Artillerie schießt nach Mainz. Die Luftschlachten werden auch intensiver. Und da kommt die Artillerie. Bisschen schade, dass man im Spiel nicht gleich sagen kann, wie viel Schuss man verwenden möchte mit der Artillerie. Man muss ja jeden einzeln drücken. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ihr habt schon gemerkt, das Spiel kann wirklich einiges. Das macht auch unglaublich viel Spaß. Und hier fällt Köln. Und wird auch eingenommen. Direkt besetzt. Jetzt wird es langsam happig hier. Ist die Frage, ob ich tatsächlich, muss ich jetzt tatsächlich länger drüber nachdenken, was hier noch passiert, ob ich noch eine Offensive fahre. Einfach um zu entlasten, um ihn dazu zu bringen, seine Offensiven einzuschränken. Köln. Den Haag durch Bombardierung beschäftigt, Mainz durch Bombardierung beschädigt und das 14. Korps zerstört. Köln erobert. Der berühmte Oberkommandant Lothar von Arnaud de la Perrière erhält den Orden Pour le Mérite. Korps besiegt über Straßburg. So, das Wetter wird schlecht. Es ist Oktober. Abteilung sind bei Kragujevac. Bei Monaco. Schlachtkreuzer gesichtet in der Nordsee. Garnison bei Fes. Die Geheimdienstberichte sind mittlerweile ganz schön zahlreich geworden. War es das schon? Gut, dann verschaffe ich mir einen kleinen Überblick. Bis gleich wieder zurück. Bis gleich. Die Lage, vor allem hier auch an der österreichisch-italienischen Front, spitzt sich immer mehr zu. Wir sehen jetzt schon, er hatte sich jetzt hier schon mit seinem 18. Korps vorgeschoben, hier oben mit seinem 4. Korps. Problem ist, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Die sind überhaupt nicht verschanzt hier, meine Korps. Und ich kann auch nicht effektiv angreifen. Dafür fehlt es mir an Artillerie. Mir fehlt es an allen Ecken und Enden an Artillerie. Das merke ich jetzt immer mehr. Auch hier unten in dem Bereich brauche ich natürlich keine Angriffe fahren. Ja, schwierig, schwierig. Durch die Luftaufklärung in der letzten Episode wissen wir, dass ein Großteil seiner Truppen sich hier im südlichen Teil der Westfront verschanzt hat, während hier im Norden zwar gut versteckte, gute Einheiten sind mit hier Infanteriewaffen Stufe 2, allerdings im Hinterland nicht mehr viel. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht doch noch Teile meiner Einheiten weiter nach Norden schifte. Ich frage mich gerade auch, ob wir hier wieder vorrücken sollten. Bodendeckung haben wir dann keine. Also wenn er hier reinzieht, bekommt er aus drei Ecken eine drauf. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, uns hier, wo es möglich ist, uns zu verstärken.
man dann upgraden? Nee, was kann ich denn hier für ein Upgrade machen? Mobilität, nee, das brauchen wir. Mobilität, an der fehlt es mir momentan überhaupt nicht. Denn mobil bin ich in keinster Art und Weise. Kosten 62. Ja, muss man machen. Ob ich tatsächlich versuchen sollte, fürs nächste Frühjahr eine Offensive im Norden zu planen, irgendwo hier um die Ecke Köln. Übrigens, Köln brauche ich momentan auch nicht annehmen. Ich habe zwar hier relativ gute Wahrscheinlichkeiten, aber ich habe auch nichts in der Hinterhand. Was ich jetzt erstmal mache, ist tatsächlich mal die Zeppelin ein bisschen nach hinten zu ziehen, dass hier Platz wird für die für Einheiten, die ich dahin verlegen werde oder möchte. Verlegen wir die erstmal darüber. Verschanzt sind die hier alle maximal. Verstärken wir den hier noch um einen. Momentan ist jetzt eher hier Aufräumen angesagt. Ist die Frage, ob ich Mainz noch räumen sollte. Aber irgendwann hat der Spaß auch ein Ende. Tja, und da bin ich mit dem Deutschen Reich dann fast schon wieder am Ende der möglichen Punkte angelangt. Das Ungleichgewicht der Kräfte wird immer stärker, fürchte ich. Umso mehr muss ich in Serbien jetzt schauen, dass ich da zu Potte komme. Na, hier braucht man nichts versuchen. Frage ist, wie machen wir das am dümmsten? Ja, also erstmal muss ich meine Artillerie verlegen können. Jetzt ziehen wir mal das Hauptquartier. Kann der noch einen unterstellen? Nee. Dem fehlt jemand. Jetzt ziehen wir mal das Hauptquartier noch einen nach oben. Besser gesagt, einen zurück. Ziehen die Artillerie raus, dann können wir sie das nächste Mal verlegen. Dasselbe gilt hier für die Artillerie im Raum Stuttgart. Die müssen zurück nach Stuttgart gezogen werden, damit ich sie in der nächsten Runde möglichst verlegen kann. Die Einheit wird verstärkt. Mein schweres Eisenbahngeschütz kann ich schon verlegen. Dann machen wir das doch mal. Zwei Felder weit schießen. Ich würde sagen, wenn wir einen Durchbruch wagen, dann hier oben an Ecke, wo ich einigermaßen Front aufbauen kann. Hier oben bei den Niederlanden ist natürlich schwierig. Hier kann ich mich in der Tiefe überhaupt nicht aufstellen. Das heißt, in den Raum Essen 1, 2, ah ne, normale Artillerie kann 2 schießen. Wie weit kann ich mit der schießen? 1, 2, 3. 3 können wir schießen mit der normalen Artillerie 2. Wenn wir 3 schießen können. Ja, Moment, die kann ich ja fast schon. Ja, gut. Die kann ich ja sehr gut verlegen. Ist ja Eisenbahn gestützt. Ja, verlegen wir sie doch so. In der nächsten Runde muss ich die anderen verschieben. Passt das ganz gut. Ich muss nur hier aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht komplett nackig mache. Verstärken. Tja, da bin ich quasi schon wieder durchgebrannt mit meinen Geldmitteln. Das war's. Ich habe hier noch Kors, was kostet es mich, die zu verlegen? Verlegen. Das Ganze wird eine richtig enge Nummer. Was wir gleich mal machen könnten. Wo ist denn das auf der Karte? Wir geben Konvoikarte. Wo kann ich denn das machen? Moment. Ich möchte ja bitte Osmanisches Reich. Jetzt Karte. Ich muss den Deutschen Geld zukommen lassen. Die brauchen es dringend. Germany supplies Austrian... Nein, das, ich will andersrum. Hä? Ja, Moment. Ich möchte bitte das... Danish supply shipments to Germany... German Supplies Austrian Hungary? Nö.
Hä? Geht das nicht? Kann doch nicht sein. Kann man da weiter rauszoomen? So, Osmanisches Reich. Konvoikarte. Ich würde gerne den Deutschen ein wenig Geld zukommen lassen. Krieg erklären macht keinen Sinn. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch hier irgendwie andersrum. Nee, geht anscheinend nicht. Ich kann ihnen kein Geld zukommen lassen. Das ist ja verrückt. Hm. Tragisch. Prozente. Ja, das bringt mir bloß nichts. Geht nicht. Na gut. So. Dann sind wir jetzt an der Westfront jetzt einigermaßen wieder ausgestattet. Das Problem ist jetzt, schauen wir nochmal nach. Können wir noch was nachziehen? Ich verlege die jetzt auch mal. Zumindest schon mal hier in den Raum. Die muss dann noch geupgradet werden. Schwierig ist es tatsächlich hier unten, denn wie gesagt, ich kann hier das dritte Korps, das vierte Korps nicht angreifen. Und anscheinend habe ich mich hier vergessen zu verschanzen. Ich kann auch leider nicht dieses Korps hier angreifen. Schauen wir uns mal an, wie das hier mit den Flüssen ist. Da muss aber ein Fluss drüber, also ist hier die bessere Stellung. Nee. Die Österreicher brauchen dringend Artillerie. Ich glaube, ich mache das jetzt auch als allererstes, bevor mir es wieder verloren geht. Artillerie. Gleich mal mit Upgrade versehen, dass ich das nicht gleich wieder vergesse. 330. Macht nichts. Ich brauche Artillerie. Sonst komme ich hier gegen nicht an. Bodendeckung 2. Das Interessante ist ja, dass ich noch nicht mal gegen Einheiten, die nur Bodendeckung haben, auch überhaupt irgendwas ausrichten kann. 2:1. Ja, im Gebirge ist halt einfach schwierig. Gut, dann hier unten bei Mostar. Wenn ich da jetzt reinziehe, kann ich mich allerdings nicht verschanzen. Das heißt, den würde er wahrscheinlich sofort zerlegen. Dann bereiten wir jetzt mal die Offensive vor. Ich bin jetzt schon kurz davor gewesen, in dieser Runde hier oben anzugreifen mit meiner Artillerie. Das Problem ist bloß, ich hätte nicht genügend Kräfte, um die entsprechende Raumgewinne hier auch wieder ausnutzen zu können. Das heißt, jetzt mal hier ein bisschen rumschiften. Kommen wir denn bis dahin? 2? Wahrscheinlich nicht ganz. Novi Sad. Verschanzen. Dann brauchen wir natürlich noch eine weitere Einheit. Damit müssten wir hier ganz gut ankommen können. Kann ich gar nicht eigentlich upgraden und gleichzeitig verstärken? Ich glaube nicht, gar nee.
2-1. Kann ich denn hier noch ein Chor rüber verlegen? Eine Abteilung. Ich schaue mal ganz kurz. Verlegen. Nee, da würde ich gar nicht hinkommen. Keine einfache Situation. Machen wir mal das Upgrade. Da fehlt mir jetzt das Geld zum Upgraden. Und zum Verlegen. Hier fehlt es fehlt mir eigentlich an allem. Ist schon krass, wie es jetzt die fehlenden MPP-Punkte doch reinhauen. Ja, das war's eigentlich schon wieder auf der Seite. Tja, und für das Deutsche Reich konnte ich jetzt weder Einheiten kaufen. Und bei Österreich wird es jetzt auch langsam unangenehm. Schauen wir doch mal rüber zum Osmanischen Reich. Können wir da mit der Diplomatie noch irgendwas erreichen bei Bulgarien? Nee, habe ich schon alles ausgegeben. Kann ich mit den Deutschen noch was reinschieben für 50? Ja. Gut, und dann werden wir uns jetzt erstmal hier unten im Volksaufstand wieder. Das ist Sandsturm. So, dann haben wir Medina wieder zurückerobert. Immerhin. Und Janbu. Immerhin tut sich jetzt an der Ecke was. Und eigentlich bräuchte ich auch bei den Türken mal dringend mal Artillerie. Zieht er seine Truppen hier unten ab? Oder was macht er da? Das wäre ja auch krass. 1-3. Ja, komm. Abwehrfeuer durch Artillerie. So, mit der Einheit komme ich da nicht hin. Habe ich wieder Schmarrn gemacht. Bis wohin kann ich denn die verlegen? Bis hier runter. Okay, das machen wir jetzt mal. Lass mir unten mal eine Offensive starten. Und dann werde ich natürlich auch versuchen, hier möglichst alle Küstenstädte irgendwie zu sichern. Komme ich nicht hin. Die verlegen wir jetzt auch mal schnell in den Süden noch. Artillerie wollte ich kaufen, gell?
Ist natürlich auch schon wieder vorbei, die Chance. Gut, tatsächlich steht wirtschaftlich die Türkei mittlerweile am besten da, das Osmanische Reich. Kaufen. Weitere Korps kaufen. Artillerie kostet 330. Ja komm, weiteres Korps kann nicht schaden. Kann ich dann eigentlich später hier auch Richtung... Ja, wenn Bulgarien... Nee, mit den Türken kann ich eigentlich nicht viel machen. Oder kann ich später auch durch das Gebiet von Alliierten kommen? Doch, müsste gehen. Was haben wir denn bei der Forschung? Industriewaffen, Infanteriewaffen. Da forscht man schon, was geht. 2 von 2. Da bin ich quasi fertig, oder? Ich kann die also wieder frei machen. Grabenkriegsführung, 3 von 5. Vielleicht sollte ich mich tatsächlich noch um Artilleriewaffen kümmern. Infanterieführung, Führungskontrolle. Befehlshaber um 1. Wäre bei den Türken auch nicht so schlecht, bessere Befehlshaber zu haben. Infanteriekriegsführung. Genau, das machen wir. Jagdflugzeuge, Abteilung. Nee, das schauen wir uns in der nächsten Runde an, wofür wir das ausgeben. Oder haben wir noch was Sinnvolles hier für 124? Ich würde das Geld gerne schenken, und zwar meinen Verbündeten. Gerade finde ich aber nichts Entsprechendes. Nee, das schauen wir uns dann anders an. Tja, sagen wir es so. In Serbien muss bald was passieren. Die hier kann ich nicht mehr bewegen, oder? Verstärken. Das geht noch. Tja. Könnte eng werden. Sehen wir in der nächsten Runde. Drück mal auf Beenden. Der Zug wirklich beenden. Ja. Gut. Mal schauen, was noch kommt. Es bleibt, es ist sehr spannend. Jetzt kommt der Winter. Mal gucken, ob noch irgendeine größere Offensive von ihm dazu kommt. Arabien kapituliert. Das war's dann also. Das ist gut. Haben wir wieder ein paar Kräfte frei. Das heißt, wir werden jetzt hier im Gaza Richtung Ägypten vorrücken. Die Araber lehnen sich gegen die Osmanen auf. Wo jetzt? Diplomatischer Erfolg. Bulgarien in Mittelmächte. 6% dazu. Auch gut. Seeeinheiten. Das Übliche. Australia ist promised Britain 50,000 more men. Will you help us keep that promise? Gegen die Einführung der Wehrpflicht. Das deutsche Fliegerass Oswald Bölke bekommt bei einem Zusammenstoß in der Luft ums Leben. Mensch, wie jung der noch aussagen, ja, irre. Panzerkriegsführung auf 27%. 341, ja, ich würde gern, wie gesagt, Geld spenden aus dem Osmanischen Reich, die es nicht mehr so nötig haben, Richtung dem Deutschen Reich. Mal gucken, ich lese meine Anleitung nach, vielleicht findet sich da noch was. Ansonsten, tja, war es das für die Runde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid hoffentlich das nächste Mal wieder mit dabei, denn es ist spannend. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, servus.